herzlich willkommen zu Tag 20 des Vlogmases heute, dieses Jahr 2020. Heute ist, wie gesagt, der 20. und zwar ist Sonntag. Und mir fällt gerade auf, dass es dann nur noch 4 Videos gibt nach diesem Video. Krass. Und ich muss es hier ein bisschen mal anders machen, weil im Hintergrund stehen nämlich die ganzen Geschenke und es darf ja keiner sehen. Okay, also erstmal guten Morgen. Heute werde ich euch erstmal den Adventskalender auspacken, wie immer, wie jeden Morgen. Und dann ist der Plan für heute, so ein bisschen das Ende des Jahres vorzubereiten, denn ich möchte auf jeden Fall dazu noch einige Videos machen zum Thema neues Vision Board erstellen, Zielsetzung, das Jahr abschließen, reflektieren, neue Gewohnheiten fürs neue Jahr und so weiter. Genau, deswegen werden wir heute das Jahr ein bisschen abschließen und das neue Jahr vorbereiten, generell die ganzen Aktionen vorbereiten. Und jetzt packe ich erstmal das Geschenk hier aus. Ich denke, es sind wieder Sticker drin. Also es ist einfach meine besten Freundin und sie hat irgendwie immer so Sticker gemacht. Und ich glaube, es sind noch mehr Sticker drin, weil es fühlt sich halt voll so an. Ja, ja, Tatsache. Das ist cool. Oh, diesen Sticker mag ich. Ich glaube, den werde ich mir wirklich irgendwo hinkleben dann. Und dann haben wir heute noch die Nummer 20 hier. Wo ist denn das? Ich glaube, da steht drauf, das Essen anderer sieht größer aus. Kann das sein? Ich glaube, das heißt so oder sowas in der Art. Ich glaube, das heißt, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Reiskuchen? Reiskuchen? Ich glaube, der Reiskuchen anderer sieht immer größer aus. Ich bin ja richtig gut, das heißt auch wirklich. Die Reiskuchen anderer sehen immer größer aus. Das war schon ein Erfolg am Morgen auf jeden Fall. Also ich zeige euch jetzt mal, was ich noch plane für Videos am Ende des Jahres bzw. Anfang des nächsten Jahres. Denn wie gesagt, möchte ich euch ein bisschen mitnehmen und Tipps geben und Anstöße geben. Und erstmal ist die Kamera gerade viel zu hoch. Also ich möchte auf jeden Fall so ein Plan with me machen und mit euch zusammen das nächste Jahr planen, 2021. Da möchte ich noch zeigen, wie man eine Bucketlist macht für nächstes Jahr. Dann Ideen, wie man 2020 richtig abschließen kann. Also so ein bisschen Reflexion und so weiter. Dann ein Vision Board, denn ich habe mein Vision Board schon ein bisschen angefangen zu machen. Habe ich euch auch schon in den letzten Videos immer so ein bisschen gezeigt. Aber das wird dann nochmal im Großen und Ganzen richtig gemacht. Und das zeige ich euch auf jeden Fall noch in einem Video. Dann habe ich, ach ja, Ideen, die man aussortieren kann, habe ich ja schon gemacht, das Video. Ist schon ein bisschen länger her, aber das habe ich schon gemacht, das kann ich jetzt löschen. Und das sind jetzt bisher alle Videos, die ich habe, noch zu Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres. Aber ich glaube, da kann man noch mehr machen. Ich möchte nämlich auch noch was machen zum digitalen Minimalismus, beziehungsweise zu dem Thema Ausmisten digital. Aber die Sache ist, dass ich bald das Buch lesen möchte, Digital Minimalism von Ken Newport, glaube ich. Und ich glaube, weil ich das Buch gelesen habe, habe ich nochmal neuen Input zu dem Thema. Deswegen warte ich mir mit dem Video, bis ich das mache. Aber ich habe euch ja schon gestern in dem Vlog erzählt, dass ich momentan das Buch lese, Essentialism. Und da geht es um das Thema, ich weiß gar nicht auf Deutsch, Essentialismus. Das Grundprinzip ist weniger, aber besser. Also wie man weniger macht, aber dadurch eine bessere Qualität reinbringt. Und ich finde persönlich, das hat viel mit Minimalismus zu tun, beziehungsweise es ist Minimalismus nur auf die eigenen Handlungen und auf das ganze Leben bezogen, würde ich persönlich so sehen. Und dazu möchte ich auch noch ein Video machen, weil dieses Essentialism, dieser Begriff und diese Philosophie dahinter mein nächstes Jahr so ein bisschen definieren soll und ich das so in meinem Leben integrieren möchte und dass das so ein bisschen mein Leitfaden für das nächste Jahr ist. Und deswegen möchte ich das so ein Video machen, um euch das Ganze zu erklären. Übrigens sind ja bald auch die Rauhnächte, das ist mit YouTube zu tun, aber es ist mir gerade noch eingefallen und eigentlich bin ich nicht so ein spiritueller Mensch, beziehungsweise ich kenne mich damit noch nicht so aus, aber ich weiß von den Rauhnächten. Und ich habe da jetzt schon die letzten Tage öfter mal davon gehört und auch von Freundinnen von mir gehört, dass es dieses eine Ritual gibt, dass man sich vorher 13 Zettel schreibt mit 13 Wünschen, die man hat fürs nächste Jahr. Und dann öffnet man, also es sind ja 12 Nächte in den Rauhnächten sozusagen, man öffnet dann in jeder Nacht einen Zettel und, man verbrennt den Zettel. Und man darf die sich aber nicht angucken. Und am Ende bleibt jetzt ein Zettel übrig. Und dieser eine Zettel, so wird gesagt, ist der Wunsch, den du selbst erfüllen musst. Und die anderen Zettel gehen dann in den jeweiligen Monaten, 1 bis 12, gehen in Erfüllung, genau, werden dann wahr. Und deswegen denke ich, werde ich dieses Ritual vielleicht sogar machen. Und mir jetzt mal so 13 Wünsche ausdenken und aufschreiben, die ich habe für nächstes Jahr. Ich glaube, das mache ich tatsächlich mal. Und ich habe euch ja auch schon im Rahmen meiner Winterbucketlist erzählt, dass ich eigentlich voll gerne einen Brief an mich selbst schreiben würde zum oder fürs Ende 2021. Und ich habe sogar überlegt, ob ich das noch ein bisschen mehr ausbreite und vielleicht sogar sage, dass ich mir mehrere Briefe schreibe, zum Beispiel 4 Briefe und dann kann ich das in jedem Quartal so öffnen. Und dann ist es vielleicht besser, wenn ich
am Ende des einen Monats einen Brief für den Ende des anderen Monats schreibe. Ich glaube, das wäre eine coole Idee, oder? Also wenn ich jetzt quasi Ende Januar einen Brief schreibe für mich Ende Februar, wisst ihr? Ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und jetzt werde ich aber einen Brief schreiben für mich Ende Dezember. Und ich werde den Brief zumindest vorbereiten, was ich da reinschreiben möchte. Aber um das zu machen, möchte ich erstmal meine generellen 13 Ziele aufschreiben. Oder 13 Wünsche eher. Nicht Ziele, Wünsche. Die ich habe für das nächste Jahr. Und die werde ich dann eventuell verbrennen. Und falls ihr meinen Kanal vielleicht sogar schon ein bisschen länger kennt, dass ich habe meinen Kanal ja schon seit 2016, seit 4 Jahren einfach. Und ich habe so die letzten Jahre immer einen Jahresrückblick gemacht. Also 2017, 18 und 19 habe ich jedes Jahr auf YouTube einen Jahresrückblick gemacht und habe so ein bisschen meine Eindrücke gezeigt. Aber ich glaube, dieses Jahr möchte ich es nicht mehr so machen, weil ich habe da vor allem Videos von mir meinen Freunden gezeigt, also von meinen Freunden und mir, sorry. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht mehr so zu meinem Kanal passt, da früher mein Kanal sehr auf meine Personal Brand, auf meine Persönlichkeit angewiesen war und ich sehr viel von mir erzähle. Und jetzt finde ich, dass es eher um euch geht auf meinem Kanal und nicht so viel um mich, sondern eher um euch. Und deswegen überlege ich, ob ich vielleicht so einen Kurzfilm mache. Kurzfilm ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber zumindest so ein Video, was schöner geschaltet ist, mit einfach so Live-Lessons und Dingen, die ich dieses Jahr gelernt habe. Aber es ist jetzt schon ein bisschen knapp, aber ich überlege mir das schon seit einigen Tagen, weil ich da total viel Lust drauf hätte und vielleicht mache ich das noch. Also manchmal denke ich echt, dass ich ein sehr impulsiver Mensch bin, obwohl es halt nur so ab und zu eintrifft. Also eigentlich bin ich nicht mal ein impulsiver Mensch. Mensch. Aber jetzt hatte ich ja gerade diese Idee mit diesem Kurzfilm, mit so ein paar Ideen und Gedanken und Erfahrungen von mir in diesem Jahr. Und ich habe jetzt so Bock, das zu machen. Aber ich habe ja eigentlich andere Pläne für heute. Ich möchte ja eigentlich das Jahr noch ein bisschen abschließen und die neuen Videos planen und alles. Aber ich habe jetzt so Lust, diesen Film zu machen. Deswegen wäre es logisch gesehen, einfach jetzt ein extrem schlechter Zeitpunkt damit anzufangen. Und ich muss auch mal rational denken und nicht emotional. Und Lara, es wäre jetzt sehr dumm, damit anzufangen. Aber ich will es irgendwie trotzdem machen. Nee, also ich bin jetzt wirklich mal intelligent und mache das dann später, zu einem späteren Zeitpunkt. Und fange jetzt an, die Videos zu planen für Ende des Jahres, wie ich euch schon gesagt habe. Und zwar gucke ich jetzt mal, wann die ganzen Videos online kommen sollen. Ich gucke mal hier im Kalender. Also ich werde auf jeden Fall jetzt so bis zum 24. gar keine Videos machen, da wir Vlogmas haben. Und deswegen kommen dann nur Vlogs online, keine richtigen Videos. Und dann überlege ich sogar, ob ich trotzdem weiterhin diese Daily-Videos mache, beziehungsweise mindestens irgendwie alle 2-3 Tage, da ich ja noch so viel machen möchte dieses Jahr. Und es sind nur noch 1,5 Wochen. Was soll denn das? Also mein Visionboard möchte ich relativ schnell machen, weil das hier im Zimmer hängt. Ich möchte es generell haben, deswegen mache ich das vielleicht sogar einfach, dass es am 26. online kommt. Ja. Und dann möchte ich ja auf jeden Fall auch noch dieses Plan with me machen, also Plan mit mir. Und das wäre, glaube ich, aber es wäre schlau, wenn das Plan-Video vor dem Visionboard kommt, weil man muss sich erstmal eine Vision machen, um dann ein Visionsboard zu machen. Oh, warum mache ich mir immer so viel Arbeit? Warum mache ich mir immer so viel Arbeit? Ich muss so viele Videos jetzt noch machen, obwohl ich Vlogmas noch bis zum 24. habe. Naja, egal. Es macht einfach irgendwie mega Spaß und ich habe voll Bock drauf. Ich wollte hier auch noch Videos machen mit Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe. Oh no. Ich glaube, Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, mache ich einfach gar nicht das Video. Oder? Weil ich glaube, das ist jetzt schon so in der Vergangenheit. Da mache ich vielleicht lieber nur eine Leseliste für nächstes Jahr. Und die kann ich ja auch im Januar machen irgendwann, das ist ja egal. Also alles, was ich jetzt sage, darauf gibt es keine Garantie, weil ich bin mir noch nicht sicher. Und ihr merkt, ich bin immer sehr hin und her gerissen, vor allem jetzt bei Content-Planung, weil ich sowieso immer alles nochmal ändere. Aber ich mache dann
halt heute bis zum 24. noch Vlogmas natürlich. Dann gibt es am 25. eine Pause, weil ich da das Plan with Me filme wahrscheinlich. Was dann am 26. online kommt, dann kommt am 29. Ideen zum Abschließen. Aber das ist ja dumm, weil das sind ja gar nicht meine Videotage. Nee, dann mache ich Plan with Me am 27., weil das ist ein Sonntag und Sonntag ist mein Videotag. Naja, ich sag mal so, es ist eh Ende des Jahres, wir haben Weihnachtsferien und wir haben einen Lockdown, deswegen habe ich da sowieso Zeit, deswegen passt das schon, dann mache ich da einfach alle zwei Tage ein Video. Ich will eigentlich nicht Kurzfilm sagen, weil dann denken alle, es kommt was richtig Krasses. Ja, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Doch, das passt. Egal, machen wir einfach so. Yeah, 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 der Vlog ist fertig geschnitten und kann jetzt hochgeladen werden. Und bei uns gibt es heute, by the way, Spinat mit Kartoffelbrei und so Gemüsesticks. Genau, also sieht aus wie Fischstäbchen, aber das sind, ja, Gemüsesticks, also mit Gemüse. Hi! Hola! Oh mein Gott, das ist Hintergrundbild. Tolles Hintergrundbild, ja. Ja? Das man noch die ganze Zeit, oder? Deswegen sollen wir ja auch nicht dabei trinken. Ja. Also, wir versuchen voll uns so mit Analyse von Übungen irgendwie rauszureden. So. Aber ich kann uns einfach nicht ernst nehmen. Wir sind so komische Menschen. Same. Wirklich. Wir sind so doof. Bis dann, tschüss. So, es ist jetzt 20 Uhr und das neue Video ist online, also der neue Vlog ist jetzt online und ich gehe aber erstmal duschen und melde mich dann nachher wieder bei euch. Bis gleich. Also, wie ihr vielleicht wisst, erstmal mein Zopf ist natürlich wieder mega schön. Wie ihr vielleicht wisst, versuche ich jeden Tag ein bisschen Koreanisch zu lernen, beziehungsweise mich jeden Tag ein bisschen mit der Sprache zu umgeben. Chonen Miguk Saramieyo. Und dann habe ich noch ein bisschen Koreanisch gelernt und bin danach dann aber auch direkt schon ins Bett gegangen. Und das war es jetzt auch heute für diesen etwas chaotischen Vlog. Ich möchte heute aber noch eine Person grüßen und zwar Joanna oder beziehungsweise Joanna. Hi, ich hoffe es geht dir gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Und ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht und dann bis morgen. Tschüss.